Ja, guten Tag allerseits. Mein Name ist Dele Frühsing hier vom Dialogzentrum Leben im Alter hier an der Hochschule Osnabrück. In diesem kurzen Video wollen wir Ihnen einzelne Formate vorstellen. Das wird nur eine Auswahl von Formaten sein, denn im Laufe der Zeit wollen wir immer mehr verschiedene digitale und analoge Formate nutzen, um sozusagen den Wissenstransfer und die Wissenszirkulation zu befördern. Wir werden jeden Dienstag und Donnerstag finden Sie auf unserem Blog www.dzla.de finden Sie ein neues Posting, in dem entweder ein Video oder ein Text, ein geschriebener Text, ein Audiobeitrag oder ähnliches ist. Und im Folgenden wollen wir Ihnen einfach ein paar unserer Formate im Wechsel vorstellen. Köpfe. Es gibt ja in diesem Arbeitsfeld eine ganze Reihe von recht, ich sag mal, mutigen Personen, die mal was ausprobieren, die forschen, die sich was trauen, die Institutionen leiten auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Das können Forschende sein, das können einzelne Pflegende sein, das kann auch mal ein Arzt sein. Die wollen wir Ihnen vorstellen und zwar immer nach einem ähnlichen Format. Da gibt es also so eine Art Interviewleitfaden, zu dem können die Leute etwas sagen. Und manchmal ist das vielleicht ein Film, manchmal ist es auch was Verschriftlichtes, manchmal ist es vielleicht ein Tondokument, je nachdem, wie wir diese Menschen erreichen und interviewen können. Das erste Format, was ich Ihnen vorstellen möchte, heißt Auf ein Wort. Das bedeutet nichts anderes, als dass ich Ihnen immer am Anfang des Monats sagen möchte, was ist im letzten Monat gelaufen, was ist im Moment gerade akut, woran arbeitet das Dialogzentrum gerade und das nächste ist, was kommt in diesem Monat auf unserem Blog sowohl analog als auch digital auf Sie zu. Das sind die Dinge, die ich Ihnen dann jeweils am Anfang, also immer am ersten Dienstag im Monat erzählen werde. Der Forschungsnewsletter. Es ist gar nicht so leicht, an Wissen, an internationales Wissen ranzukommen. Das liegt daran, dass die meisten Dinge in englischer Sprache in internationalen Journals veröffentlicht werden. Wir wollen Ihnen regelmäßig daraus eine Kostprobe zur Verfügung stellen. Und zwar alle 3 Monate haben wir so 15 Studien, die wir aussuchen und die wir auch thematisch ein bisschen zusammenfassen und gliedern, um sie anzuregen, auch um Widerspruch zu wecken oder auch sie in dem, was sie tun, zu bestätigen. Zielgruppe sind alle möglichen Leute, also Pflegende, Heimleiter, Leiter anderer Organisationen, niedrigschwellige Dienste, aber natürlich auch Fortbildner und andere Personen, die sich im Feld der Gerontopsychiatrie bewegen. Ein weiteres Format, das ich Ihnen vorstellen möchte, heißt Lichtblicke. Nomen est omen. Lichtblicke bedeutet nichts anderes, dass wenn man sich den Bereich der Versorgung, der gerontopsychiatrischen Versorgung von Menschen anschaut, dann besteht der mal gelinde gesagt nicht nur aus Lichtblicken. Wir suchen Studien, Ideen, neue Konzepte, all das, was wir bei unseren vielfältigen Recherchen finden, um Ihnen das in Kürze darzustellen, was vielleicht für Ihre praktische Arbeit in der gerontopsychiatrischen Versorgung ein Lichtblick sein könnte. Das kritische Glossar. Worum geht es? Es geht darum, dass die Begriffe in dem Arbeitsfeld Gerontopsychiatrie im Fluss sind. Die treffen nicht immer so richtig zu. Also nehmen wir mal so ein Beispiel Persönlichkeitsstörungen. Ist das wirklich sinnvoll, im Alter noch von Persönlichkeitsstörungen zu reden? Und soll man das wirklich diagnostizieren, auch wenn man da nicht viel dran machen kann? In der Regel hat man ja immer so Kategorien wie Depression, Demenz, Delir. Und in den letzten Jahren wird zunehmend gefragt, ob diese Kategorien wirklich noch sinnvoll sind, ob sie sich nicht viel zu sehr überlappen. Und eine Vorstellung ist, dass man sich eigentlich nur noch dem einzelnen Symptom widmet, aber nicht mehr komplexen Krankheitsbildern. Also soll man nur noch von Symptomen ausgehen und nicht mehr von Krankheitsbildern. Das sind so einige Konzepte und Ideen, die wir unter dem Begriff kritisches Glossar diskutieren wollen, also wo wir Ihnen eine Rückmeldung ein bisschen darüber geben, wie sich die Begriffslandschaft in diesem Feld entwickelt. Das Format, über das ich nun sprechen möchte, ist ein Format, was sehr viel mit Ihnen zu tun hat. Und zwar sind Sie die Akteure in diesem Format. Jeden 3. Donnerstag im Monat haben wir extra den Tag freigehalten für einen sogenannten Gastbeitrag. Was kann ein Gastbeitrag sein? Also, Sie haben eine Einrichtung und Sie arbeiten in einer bestimmten Art und Weise im Bereich der gerontopsychiatrischen Versorgung und haben das Gefühl, das ist etwas, was Sie gerne mitteilen möchten und anderen Leuten vielleicht ein Beispiel sein wollen. Drehen dazu ein Video oder schreiben dazu einen Text.
Oder Sie haben eine Besonderheit in Ihrer Praxis erlebt, die Sie gerne mitteilen wollen, von der Sie glauben, dass sie auch andere Menschen weiterbringen kann. Also Voraussetzung für das Ganze ist, Sie produzieren diesen Beitrag. Wir machen natürlich die redaktionelle Arbeit dazu. Das heißt, wir schauen ihn uns an und werden mit Ihnen das Ganze besprechen. Aber wichtig ist, dass es sozusagen Ihr Thema ist. Es ist etwas, von dem Sie sagen, es berührt die gerontopsychiatrische Versorgung und es lohnt sich, dass andere Menschen es erfahren. Wir wollen also sozusagen Ihre Ideen, die Sie dann auf unserem Blog, auf unseren Social-Media-Kanälen präsentieren können. Die Fallvorstellung. Pflegerisches Handeln ist eigentlich immer fallbezogenes Handeln. Es geht immer darum, allgemeines Wissen, aber auch konkretes Wissen über die Person im Kontext einer Institution oder einer Dienstleistung, ja, da einen Weg zu finden für den einzelnen Klienten. Es gibt oft auch nicht wirklich so die richtige Lösung oder die falsche Lösung, sondern für ein und dieselbe Problematik kann es ganz verschiedene Ansätze geben, die wirksam sein können. Daher wollen wir Ihnen in regelmäßigen Abständen mal so einen Fall aus der Praxis präsentieren. Das Haustheater. Das ist ein Format, auf das ich mich sehr freue und gefreut habe. In diesem Haustheater nehmen uns Themen vor, der Kollege Müller-Hergel und ich, die wir miteinander besprechen, mal kontrovers diskutieren, mal sind wir vielleicht auch einer Meinung. Also, das Format Haustheater, ich glaube, Sie können sich darauf freuen. Im Übrigen senden Sie uns Vorschläge, zu welchen Themen wir weitere Haustheater, also im Hause des Dialogzentrums, machen können.